Alles klar. Hast du zufälligerweise noch eine normale Hacke? Ich habe nur eine Eisenhacke. Tust du gerade die ganze Zeit mit der ab? Okay, ach ja, dann baue ich halt. Ja, wir kriegen überall Eisen her, also. Und vor allem noch, ich will nicht das ganze Eis verbrauchen. Ja, weil. Ja, toll, eine Eisenhacke, drei Eisen, die anderen Sachen 10.000 Eisen. Alles klar. Mhm. Ich habe nachgezählt. Hier könnte ein bisschen daneben liegen, aber wenn dann nur ein bisschen. Ich habe dir eh nicht richtig zugehört und ich erschrecke mich die ganze Zeit. Das hört sich bestimmt so in dem Video an, so voll schlimm und so, weil ich die ganze Zeit so. Und dann hört sich das so 50.000 Mal schlimmer an, als es eigentlich war. Ach, wir könnten einfach behaupten, dass du Asthma hast, so. Okay, ich habe Asthma. Ja. Fast sogar hat sie das. Waren wir hier unten schon? Weiß ich nicht. Sieht so durchleuchtet aus. Wahrscheinlich warst du hier schon. Ja, ich war hier schon. Weiß ich nicht. Ja, ich. Weißt du, ich habe mir bei dir schon angewöhnt, dass ich dir einfach nicht mehr zuhöre. Also nur manchmal. Und das ist auch besser so bei dir. Ja, toll, danke. Ey, das machst du auch immer. Was? Nein, ich höre dir immer ganz unperfekt zu. Ich entscheide nur danach, ob ich es dann in meinem Gehirn lasse oder nicht oder gleich rauswerfe. Vor allem, wenn du nebenbei zockst, dann hörst du mich immer richtig gut. Ja, klar. Und dann fragst du dich, wo dein Essen hin ist. Das ist... Sorry. Verpiss dich. Ich wollte es abbauen. Hau ab vor meinem Gold. Mann. Oh Mann. Ui. Ja, schön, das ist Gravel. Niemand mag Gravel. Gravel, was auch immer. Kiesstein. Gravel. Ja. Gravel. So wie es ein weißer Mann mal gesagt hat. Dessen Namen, dessen Namen wir nicht erwähnen dürfen. Ah, Bruder. Nein, Gronkh. Ah. Ach so. Ja, ich bin nicht so Insider wie ihr alle anderen. Wie ihr alle anderen. Wie du gleich natürlich wieder von solchen Vordingsen ausgehst, solchen Vorurteilen. Hä, warum Vorurteile? Keine Ahnung. Ja. Schon nichts Schlimmes, oder? Sind auch so gute Vorurteile gibt's ja auch. Ja, ja. Ja, ja, alles gelernt in der Schule. Mega spannendes Thema. Glaube ich dir sofort. Aber habe ich echt in der Schule gelernt? Was genau? Dass es gute Vorurteile gibt und dass es schlechte Vorurteile gibt. Ja, zum Beispiel bei den Deutschen, dass die super genau sind. Und dass die gut, also total schnell arbeiten. Wie du nur die positiven Dinge aufzählst. Ja, ich meinte jetzt das Positive. Ich meine, es gibt ja auch schlechte, zum Beispiel, dass Deutsche die ganze Zeit nur Bier trinken. Wow, ja. Und fett sind. Aber ja. Ich bin keins von den beiden. Ich auch nicht. Also, ich trinke kein Bier. Und ich trinke eigentlich überhaupt keinen Alkohol. Ja, ich auch nicht. Ja. Du solltest es auch eh nicht mit deinem Alter. Ja, ich bin zu jung. Ja, also bei dir ist es noch nichts. Bei dir ist es selbstverständlich, bei mir ist es was Besonderes, ja. Was? Ja, weil ich dürfte ja schon, aber ich mache nicht. Ja, und warum ist es bei dir dann was Besonderes? Ja, weil ich das nicht mache, obwohl ich darf. Ach so, ist ja auch nicht so, dass die meisten, die in meinem Alter sind, alle gerade betrunken. Ja, warum das sind dann halt böse Vollidioten. Obwohl, nein, ich will ja niemanden beleidigen, aber das sind halt dann Leute, die böse sind, automatisch eiskalt. Ja. Oder sowas, ne, keine Ahnung. Böse, weil sie böse Sachen machen. Ja, genau. Also, weil eigentlich ist es verboten, ne? Ja, mit Erlaubnis der Eltern glaube ich nicht. Was? Echt? Ja. Keine Ahnung, ist ja egal. Ja. Ihr könnt alle machen, was ihr wollt. Ja. Ihr habt von uns die Erlaubnis, also falls die Polizei fragt, sagt, dass wir schuld sind, dann kriegen wir den Stress. Nein, sagt es bloß nicht, aber euch wird es eh niemand glauben, wenn wir... Wir uns da drin mal verfangen. Du bist schuld, du hast angefangen. Nein, ich habe angefangen. Nein, wer hat angefangen? Eben. Du! Du Sicher? Fängst immer an. Ja, oh, ja. Ja, so. So. Ich hoffe, jetzt greift mich nichts an. Ich habe nämlich hier schon wieder was gefunden, wo wir beide nicht waren. Ich würde gerne wieder zur Basis finden. Viel Spaß. Entschuldigung. Ja, danke. Bitte. Ich gucke mich hier noch weiter um, weil ich glaube, da ist noch Spin-Spawner. 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 Ja, ich habe aber auch schon zwei Stück. Jetzt suchst du jeden beleidigenden Nistbild. Nimm deine böse Beleidigung wieder zurück. Was ist eine Beleidigung? Dabei
Das hört sich manchmal voll knuffig an. Was? Wenn Leute nispeln. Ach, nispeln? Ja. Ah, ja, stimmt. Ist voll putschig. Also, ja. Lapis Lazuli. Oh, ein Mini-Zombie, ich finde die so putzig. Ich habe Lapis Lazuli gefunden und, Lapis Lazuli. Jetzt. Zum Glück ist es nicht so ein Texture-Pack, wo Lapis Lazuli wie Diamanten aussieht. Und jedes Mal, wenn ich Lapis Lazuli sehe, denke ich mir, yeah! Dann mache ich es auf und dann kommst du 8 Stück raus und dann, wow! Und dann nehme ich es in mein Inventar, schaue es an und dann, wow! Ja, das ist traurig. Ja, das ist brutal. Mir ist aufgefallen, dass ich viel zu viele Fackeln setze. Mir ist aufgefallen, dass ich schon wieder eine Kiste gefunden habe. Und mir ist aufgefallen, dass ich hier irgendwo, habe ich ja so ein... Okay, ich habe es wieder gefunden. Ich traue mich da gar nicht hin. Willst du nicht zu mir kommen? Oh mein Gott, Mann. Schon wieder. Du solltest hin und wieder zurück zur Basis und das Sachen in die Kiste tun, nicht, dass es verloren geht. Geht nicht. Die ganze Zeit schießt mich ein Skelett ab. Und ich bin ins Spinnenweben, deswegen kann ich es nicht angreifen. Du hast einen Burg, oder? Wo bist du? Oh. Ich will hier nicht. Ich will hier weg. Ich will ganz schnell weg. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich sehe deinen Namen nicht, Mann. Oder kriegst du gerade? Nö, ich krieg nicht. Keine Ahnung. Kriechen. Das ist auch ein süßes Wort. Kriechen. Was für ein süßes Wort. Ja, ich weiß. Naja. Da kommt noch ein... Ah, ich hatte Zombies. Ach, dann war das... Also, ich habe auch gerade auch einen Zombie gehört, aber irgendwie war doch kein Zombie da. Auf der anderen Seite der Wand, also bin ich sicher, hoffentlich. Hier ist Holz. Okay. Was für ein Zufall in der Mineshaft. Boah, das ist scheiß Sackgasse, nee. Aber... Wenn du sagst, dass Ebene 11 die richtige Ebene ist, dann sind wir hier nicht richtig für Diamanten. Nein, ich will ja nichts behaupten. Wenn du... Bitte stimmt's eh nicht. Ja, ist egal. Ja, ich glaube irgendwie sowas, so 10, 11, 9, irgendwas so. Ich mein, Aber das heißt ja nicht, dass wir in der Kiste keinen Diamanten finden können, weil das haben wir auch schon gefunden. Ja. Ich will ja nichts... Ich meine, das wird ja eh niemand am Ende sagen können, dass du es gesagt hast, abgesehen davon, dass es aufgenommen wird und ins Internet gestellt wird. Also... Behaupte ruhig die Dinge, die du behaupten willst. Brauche ich mir keine Sorgen machen. Ja. Bist du gerade bei der Basis? Nein, ich bin ganz weit weg von der Basis und ich habe Schiss, dass ich dann umgebracht werde. Du hast Schiss. Hat da jemand Schiss? Ja, mach dich darüber nicht lustig. Oh. Durchfall ist eine schlimme Sache. Nein, ich hab keinen Durchfall, keine Sorge. Ja. Sonst würde ich nicht aufhören, fein. Ganz ehrlich. Wenn du Durchfall... Achso, ja. So fällt nicht auf, du kannst jedes Mal irgendwie sagen, so. Da! Zuck, Umzug. Diese scheiß Spinne verarscht mich. Alter, was hat die für eine Hitbox? Wird da jemand verarscht? Okay, Entschuldigung. Die ist voll verbuggt. Ich kann sie nicht hitten. Also, hier ist Kobbel. Oh, scheiß Spinne jetzt mal. Das bedeutet, dass jemand mal hier in dieser Nähe war. Und hier ist schon wieder richtig viel. Warte mal. Oh, hier ist schon wieder so ein scheiß Spinspawner. Spin, hier sagst du auch schon Spinnen. Ja, Spinnen. Oh, das ist echt eklig. Das war... Also, ich gehe jetzt mal auf. Also, ich entschuldige mich kurz an den ganzen Zuschauern, die wahrscheinlich fast angefangen haben zu kotzen, weil ich die Kamera so geschüttelt habe. Zu kotzen? Weil du die Kamera geschüttelt hast? Ja. Ja, da kotze ich auch immer. Es gibt Leute, die haben Motion Sickness, heißt es. Okay. Weißt du, was es ist? Okay. Nö. Ja, wahrscheinlich, wenn sich sowas schnell bewegt. In Videospielen zum Beispiel. Ja. Wenn... Ja. Oh, der hat mir einen Bogen gedroppt. Wow. So, ich mach das. Woher kommen die ganzen Zombies und Skelette und... Ja, du spielst ja normalerweise nicht auf einer anderen Schwierigkeitsstufe, glaube ich. Ich auch Doch, nicht. Doch, aber... Das ist, also vorhin ist mir die ganze Zeit gar nichts begegnet und jetzt begegnen wir die ganze Zeit so nacheinander so pam. Also. Ja. Ich will da ich hasse nicht erklären. Hin. Erklären ist das Schlimmste, was es gibt. Vor allem, wenn ich dann in der Schule irgendjemand so fragt, so, ja, könntest du doch das und das erklären, du weißt ganz genau, was es heißt oder was es ist oder so, aber du kannst es trotzdem nicht erklären, einfach weil du zu behindert dafür bist. Ja, das mit dem behindert ist jetzt, glaube ich, ein bisschen übertrieben, aber ich weiß, was du meinst. Und ich hasse die Spinnen, die Hitbox von denen ist ja sowas von am Arsch. Ich geb dem Server die Schuld. Okay. Alter, okay, die können mich mal, ich geh zurück zur Basis. Ja, wenn du sie findest, du die. Hm. Also hier ist ein Creeper. Und die ist ganz dunkel, das heißt, dass ich da ganz bestimmt nicht war, weil es sind ja noch 50 Millionen Fackeln.
Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab nicht kein Schwert mehr. Das ist, ja, das ist schlecht. Da ist noch ein Creeper. Ich hab die Kiste gefunden. Schön, es freut mich und ich bin kalt. Satteln. Und freut mich. Jetzt bin ich im Kreis gelaufen, weil jetzt bin ich an der gleichen Stelle, wie ich vorhin war. Okay. Och man, das ist doch scheiße. Wir haben sogar schon einen Sattel, jetzt haben wir zwei Sattel. Ja. Sattel, Sattel? Warte mal, haben wir davor normale Sattel auch gefunden oder nur diesen Horse-Armor-Teil? Normalen Sattel. Oh, cool. Gell? Finde ich auch cool. Wie finde ich jetzt zurück? Ach Gott, verdammt. Frage ich mich gerade auch, hier ist so eine Treppe. Treppenähnliches zumindest. Ja, hier war ich vorhin schon. Und hier ist irgendwo auf jeden Fall nochmal ein Spawner, weil immer wenn ich hier bin, sind 50 Millionen Dinger da. Okay. Ich versuche weiter nach dem Spawn zu suchen. Ich auch und ich glaube, ich tue mir jetzt... Ist da eine Kiste? Aber ich glaube, ich habe eine... Oha, geht's hier weit runter. Jetzt bin ich auch noch gefangen. Ich habe was anderes gefunden, was wir nicht suchen wollen. Irgendwann gehen wir da vielleicht hin. So ein... Wieder so ein... schluchtmäßig Teil. Sowas, wo das runtergeht. Ich bin schon wieder bei dem Spin... Spinnen. Spinnen. Spinner. Oh, hier ist eine Blume, die nehme ich mit. Okay. Auch wenn ich dafür mein Leben... Warum sind die Spinnen überall? Aber wenn es so eine Spinne ist, dann muss hier wieder so ein scheiß Spawner sein. Ja, hier sind gerade 50 Millionen Spinnenweben. Alter, hat der Slime mich. Ich seh dich, du bist ganz nah bei mir bist du. Oh. Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Über du bist mir. Unter mir. Oh, hi. Hi. Da. Ah, komm her, ich hasse du Hilfe. Hab ich was? Na, keine Ahnung. Komm hier lang, hier habe ich coole Sachen gesehen. Da oben war auch was Cooles. Aber. Oh. Cool. Wir sollten trotzdem mal zur Basis. Ja. Hier oben ist Lava. Cool. In der Nähe von Lava sind meistens irgendwelche Diamanten. Hier ist noch mehr Lava. Das soll nur ein Gerücht sein, habe ich gehört. Okay. Ich mag das Gerücht, weil ich finde normalerweise in der Nähe von Lava Diamanten. Ja, vielleicht ist es auch kein Gerücht. Zumindest habe ich gehört, dass es ein Gerücht war, aber vielleicht ist es ja gar kein Gerücht. Ja, aber Lava kann bei mehreren Orten sein. Du solltest nicht weiter in die Richtung kommen, mal zurück. Aber das... Oder hast du da was Cooles gefunden? Nur Eisen. Also... Auf der Suche zur Basis ist die nächste Quest. Ja. War da Eisen? Ja. Ich wusste es doch. Nom. Das auch. Oh, wie viel? Oh, mein Fuß ist schon wieder eingeschlafen. Oh. Schläft dein Fuß auch so ein? Nein, nicht mein Fuß, aber normalerweise liege ich halbwegs auf meinem Stuhl, wenn ich YouTube schaue und dann schläft mein Arm immer ein. Tja, und ich schaue mit dem Handy und es ist viel praktischer. Tja, wenn man ein tolles Handy hat. Wirst du sterben? Nein. Ich hab ja. Warte. Auf jeden Fall ein Spawner. Sicherheitsmaßnahmen. Okay, du kannst herkommen. Gut. Da ist ein Zombie irgendwo. Egal. Da unten. Egal. Solange wir das Wasser hier lassen, kommt er nicht hoch. Okay. Ach, der ist bei dir. Puh, also hier nicht lang. Hier hoch. Komm, erzähl mal irgendeine schöne Geschichte. Eine schöne Geschichte. Komm erstmal in die andere Richtung. Du jetzt schon wieder hin? Andere Richtung. Warte, ich trinke was. Bist du gerade im Kreis gelaufen oder bist du an mir vorbeigelaufen? An dir vorbei. Ach so, okay. Also. Boah. Ich würde mal sagen, die schöne Geschichte, wie wir wieder zur Basis zurückfinden. Hoch und runter, links, rechts, rechts, BA, Start. Alles ja. Klar, ups. Weißt du denn, was es war? Und meine Maus spackt schon wieder ein bisschen. Nö, ich hab dir nicht wirklich zugehört. Hab ich jetzt wahrscheinlich auch nicht so gewusst, weil du irgendwelche. Ist der Konami-Code. Ach. Entschuldigung. Willst du wissen, was das für ein Code ist? Ja, erzähl. Ein Code von den Spielen von Konami. Wobei fast jedem Konami-Code oder. Ups, Konami-Spiel dabei war. Und da hat man meistens dann mehrere Leben bekommen. Hier sieht's voll spannend aus. Oh, ich glaube, hier komme ich her. Oh, warte, da hinten ist ein Aber Zombie. Hier ist alles dunkel. Töt mal den... Okay, doch nicht. Töt mal die Zombies. Ich bin dabei. Zombie hinter dir dann aufhalten. Falls der kommt. Ah!
Oh, der ist verschwunden. Hier kommt schon wieder ein Zombie. Da kommt zwei. Ja. Der hat Eisen fallen lassen. Oder was du das? Nö. Ja, genau, ich werfe hier mit Eisen rum. Also. Hey, ich dachte, du hast kein Schwert mehr. Hast du doch wieder ein Schwert? Das ist eine Axt. Ach so, ich habe nicht gesehen, du hast so. Kämpfst? Aber hier sind wir auf jeden Fall richtig falsch. Das weiß ich, weil hier war ich noch nie. Und darum sind wir richtig, oder wie? Richtig falsch. Ach so. Scheiße gelaufen. Oh Mann! Aber hier war ich doch schon mal. Aber das war auf dem Weg, wo ich nach Hause, wo ich versucht habe, die Basis zu finden. Hier sind so. Gefunden! Warte. Echt jetzt? Bleib stehen, ich finde dich. Nein, ich gehe kurz dahin, wo ich hergekommen bin. Wieso denn? Ich weiß doch, wo du bist. Ich bin hinter dir. Hier lang. Geil. Oh, jetzt fängt Fabian Leute zu beleidigen. Jetzt habe ich den Namen gesagt. Ich soll seinen Namen nicht sagen. Ja, zu spät. Jetzt fängt. Niemand hat es gehört, aber ich würde mal sagen, ich weiß nicht, ob ich angefangen habe aufzunehmen. Also könnte das jetzt schon eine Weile lang gehen. Ja. Heißt, dass wir jetzt aufhören sollen? Ja, ungefähr. Und das nächste Mal geht es dann weiter mit Minenabenteuer. Yay. Mit eurem. Und dann werden wir. Sterben. Oh. Ah! Ach, töte es, du hast das Schwert. So. Oh. Also, warte, noch nicht beenden. Kurz alles sicher machen mit Stein. Ja, nee, das war gerade irgendwie witzig. Du sagst so, dann werden wir sterben. Ich drehe mich so um, sehe dich so, sehe so den Zombie, dachte so, du sagst es so absichtlich. Und dann du so, wow, da ist ein Zombie. Und dann habe ich erst gemerkt, dass du das ganz. Wunderschöne Geschichte. Ja. Ich weiß. Also, warte, ich mache hier kurz eine Tür. Und dann können wir gleich beenden. Wenn Holz. Das wäre eigentlich total unlogisch gewesen, da wenn wir hier reingehen, wird es genauso sein wie davor, weißt du, wie ich meine? Ja, eigentlich war das total. Warte mal. Ich mach mal das. Wie viel Eisen haben wir? Das ist ja krass. Ja. Hast du ein Schwert? Ich mach dir noch ganz, ganz schnell ein Schwert, okay? Ich hab kein Schwert. Mach ich dir ganz schnell ein Schwert. Oder auch nicht. Auch doch hier. Puh, und ist egal. Ich muss mir auch gleich noch eine Eisenspitzhacke machen. Oder nicht gleich, sondern das nächste Mal. Ja, aber jetzt habe ich schon. Bin schon. Du kannst ja schon mal so abmoderieren. Ups, also hier in der tollen Rüstung und meinem niegelnagelneuen Eisenschwert würde ich eiskalt mal sagen, dass wir uns beim nächsten Mal sehen werden, vielleicht. Ich hoffe schon. Machst du F5? Ja. Okay, dann mach ich auch, warte. Und nächstes Mal werden wir auch wieder dabei sein und natürlich die tolle Virgi hier, wie sie hier heißt. Das hast du schön formuliert. Vor allem hat es ja scheiße angehört, wie du es gesagt hast. Halt's Maul. Virgi. Also, nächstes Mal, wie es aussieht, will sie gar nicht mehr mitmachen, so wie sie es anhört, wie sie mich hassen tut. Also, bye bye. Ciao. Ciao.